Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 8. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuorganisation der Verwaltung des Nationalparks Kellerwald-Edersee und der Naturschutzdatenhaltung. Das ist die Drucksache 19/2197 zusammen mit dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen hierzu. Das ist die Drucksache 19/2226 und ich erteile Frau Staatsministerin Hinz zur Einbringung das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, wessen Zorn ich mir heute zuziehe, wenn ich versuche, es kurz zu fassen. Mit dem Gesetzentwurf wollen wir Strukturveränderungen umsetzen, die in der Konsequenz zu mehr Naturschutz in Hessen führen sollen. Da geht es zunächst um die Verwaltung des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Der Kellerwald als Nationalpark ist seit 2004 existent, inzwischen höchst anerkannt, auch in der Region sehr beliebt. Und er ist UNESCO-Weltnaturerbe. Die Aufgabe des Nationalparks und damit auch des Nationalparkamtes haben sich inzwischen geändert. Es muss verstärkt auf das Thema Umweltbildung gesetzt werden, aber vor allen Dingen auch im Bereich des Natur- und Prozessschutzes muss die Forschung verstärkt werden, die Kooperation mit Hochschulen, und damit muss auch das Monitoring inzwischen völlig anders geartet stattfinden. Aus diesem Grund halten wir es für sinnvoll und notwendig, das Nationalparkamt direkt dem Ministerium zu unterstellen. Das ist auch eine langjährige Forderung des Rechnungshofes. Wir glauben, dass wir damit die bessere Steuerungswirkung für den Nationalpark erreichen. Das ist auch im Beirat entsprechend vorbesprochen, und die kommunalen Vertreter sind ebenfalls dieser Meinung. Der zweite Punkt, die Haltung von Naturschutzdaten. Da geht es darum, dass wir eine Verzahnung mit den fachlichen Grundlagen im Umweltschutzbereich bei der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie erreichen. Das soll in der Konsequenz dazu führen, dass wir mehr Informationen haben und dadurch auch die Konsequenzen für den Naturschutz bei Entscheidungen besser ableiten können. Das heißt, wir wollen die Informationen bündeln, und damit wird auch der Naturec zentral vom HALUG aus gepflegt. Das ist eine aus unserer Sicht sinnvolle Naturschutzdatenhaltung. Natürlich wird es so sein, dass für die privaten und kommunalen Waldbesitzer, das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich, sich nichts ändern wird bei der Datenhaltung bei Hessenforst. Denn natürlich waren auch jetzt schon die Daten abgeschottet und nicht allgemein verfügbar als Naturschutzdaten für die sonstige Öffentlichkeit. Daran wird sich nichts ändern. Ein letzter Punkt noch oder ein letzter Satz zu dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen. Ich bin sehr froh, dass es jetzt eine Verständigung darüber gibt, welche qualitativen Merkmale zur Anerkennung von Naturparken führen sollen. Das ist die Möglichkeit, einerseits Naturparke zu arrondieren, vor allen Dingen im Werra-Meißner-Kreis, aber eben auch den Reinhardswald aufzunehmen. Ich glaube, das ist für Nordhessen eine hervorragende Botschaft. In dem Sinne, glaube ich, müsste auch die Opposition dem Gesetzentwurf am Ende zustimmen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Staatsministerin. Wir treten in die Debatte ein. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Sommer von der SPD-Fraktion gemeldet. Selbstverständlich, Frau Dr. Sommer, aber unter uns Doktores darf man darauf verzichten, lieber Günther Rudolph. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Frau Hinz, ich kann vielleicht schon vorwegschicken, meinen bzw. unseren Zorn in dieser Debatte haben Sie sich nicht zugezogen. Rotbuchenwälder wachsen weltweit nur in Europa. Hessens einziger Nationalpark Kellerwald-Edersee schützt zur Erhaltung dieses Naturerbes auf einer Fläche von fast 6.000 Hektar den größten unzerschnittenen Buchenwaldkomplex Mitteleuropas. Es gibt kaum ein vergleichbares Projekt, in dem sich ein solches Gebiet natürlich ohne menschliche Wirtschaftsmethoden entwickeln kann. Die Geburtsstunde des Nationalparks erfolgte im Jahre 2004. Das hat Frau Hinz gerade schon erzählt. Der Kreistag in Waldeck-Frankenberg sprach sich mehrheitlich in 2003 für den Nationalpark aus. Doch bis zu seiner Ausweisung war ein langer Weg vorausgegangen, bis schließlich ein Meinungswandel des damaligen CDU-Landrates sowie der CDU auf Kreis- und Landesebene folgte. Dank der Initiative von vielen Aktiven, wie z. B. Pro Nationalpark Kellerwald e.V., der NABU, dem Aktionsbündnis Rettet die Buchen im Kellerwald, dem Zweckverband für den Nationalpark Kellerwald-Edersee sowie der heimischen SPD, konnten wir nun im vergangenen Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiern. Durch den gesetzlichen Auftrag und dem daraus entwickelten Leitbild für den Naturpark stehen Schutz und Pflege, die Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft im Fokus. Der Schutzrang ist vorrangig. Weitere Aufgabenbereiche sind Regionalentwicklung, Monitoring, Forschung, Naturerlebnis, Erholung sowie Bildung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt wirkt sich der Nationalpark positiv auf die gesamte Region aus. Durch ein gezieltes Landschaftsmarketing hat sich die Region als Vorbildregion entwickelt. Hier möchte ich kurz, und das hat heute Morgen auch Tarek Al-Wazir schon gesagt, auf die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Frankenberg-Korbach hinweisen, die auch für die bessere Anbindung des Nationalparks mit einem intelligenten Mobilitätskonzept sorgen kann. Das begünstigt natürlich wiederum das Landschaftsmarketing. Bislang ist die Nationalparkverwaltung fachaufsichtlich der obersten Naturschutzbehörde direkt unterstellt, jedoch nicht dienstaufsichtlich eine eigenständige Sonderbehörde. Die Dienstaufsicht hatte bislang also die Landesleitung Hessen-Forst. Dass das Land Hessen für den Park zuständig ist, die fachlichen Entscheidungen aber durch den Landesbetrieb Hessen-Forst erfolgen, das hatten die nordhessischen SPD-Abgeordneten bei ihrem Besuch im Nationalparkzentrum im vergangenen Jahr schon moniert und als nicht immer positiv bezeichnet. Vorgeschlagen wurde damals daher gemeinsam mit den Experten vor Ort, dass es besser sei, wenn der Nationalpark komplett dem Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unterstellt sei als nachgeordnete Sonderbehörde. Zu überlegen wäre allerdings, ob der Nationalpark als Sonderbehörde der Abteilung Forsten, also der Abteilung 6, zugehörig bleiben soll oder dem Naturschutz auch in der Zuständigkeit, z. B. in Abteilung 4, noch besser Rechnung getragen werden könnte. Das Gesetz zur Neuorganisation folgt den Anmerkungen der SPD und den Experten, entspricht dem Komiteebericht zur Evaluierung des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Auch der Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen, die Neuausweisung von Naturparks, kann positiv gewertet werden. Wenngleich auch die Art und Weise der Einbringung des Inhaltes zu wünschen übrig lässt. Wir hätten uns eine transparentere und offene Thematisierung der Neuausweisung und Arrondierung von Naturparks gewünscht und nicht ein Reinwursteln der Thematik in das vorliegende Gesetz. Wir sehen da zwar einen Zusammenhang, aber einen nicht unmittelbaren oder direkten Zusammenhang oder besser formuliert eine extra Behandlung der Thematik wäre der Bedeutung angemessener gewesen. Lassen Sie mich noch einen ganz anderen Aspekt, der für den Nationalpark und die Umsetzung seiner nachgeordneten Ziele wichtig ist, anführen.
Frau Hinz sprach schon die Umweltbindung an. Die personelle Ausstattung könnte verbessert werden. Beispielsweise fehlen im Bereich der Umweltbildung personelle Ressourcen, um die UN-Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung noch besser umsetzen zu können. Da wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun alle der Sommerpause entgegenfiebern, möchte ich Sie herzlich in Ihrer freien Zeit einladen, nach Waldeck-Frankenberg zu kommen, sich die Vorbildregion rund um den Kellerwald-Edersee anzuschauen, sich dort ein Bild zu machen. Wir sagen immer, wir wohnen dort, wo andere Urlaub machen. Besuchen Sie den Nationalpark. Es lohnt sich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne Sommerpause. Herzlichen Dank. Danke, Frau Dr. Sommer. Es geht weiter mit Herrn Dr. Arnold für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das Nationalparkamt Kellerwald aus dem Landesbetrieb Hessen-Forst herauszulösen und als Landesoberbehörde neu zu positionieren. Die CDU-Fraktion unterstützt den von Frau Ministerin Hinz bekundete Absicht, damit dem Naturschutz im Kellerwald mehr Bedeutung zu geben. Wir begrüßen aber auch, dass dieses Nationalparkamt weiterhin im Buchungskreis von Hessen-Forst verbleibt und dem Ministerium direkt, aber dort der Forstabteilung unterstellt wird. Ich möchte an der Stelle sagen, dass die erfolgreiche zehnjährige Geschichte des Nationalparks Kellerwald auch dadurch begründet ist, dass der Landesbetrieb Hessen-Forst dort gute Arbeit geleistet hat. Und ich das an dieser Stelle auch herausstreichen möchte. Ebenfalls erfährt die FENA, das heißt das Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz, eine Änderung. Die Erhebung der naturschutzfachlichen Daten im Offenland und in den hessischen Wäldern soll zusammengefasst werden. Dort im Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie, das den Zusatz Naturschutz bekommt, sollen diese Aufgaben zusammengefasst werden. Auch das unterstützen wir. Schließlich soll durch die Gesetzesänderung, die wir ebenfalls einbringen, im Ausführungsgesetz zum Naturschutzgesetz eine neue Regelung zu dem Status Naturpark ermöglicht werden. Ich hoffe, Herr Kollege Rudolph, keine zu große intellektuelle Herausforderung, das miteinander zu besprechen und auch entsprechend dann zu verabschieden. Also mit Ihnen würde ich gerne einmal über Stilfragen mich unterhalten, Herr Kollege. Dann weiß ich noch nicht, wer dort dann den Sieg davonträgt. Ich bin überzeugt, dass wir in der Anhörung dazu entsprechend gute Gedanken austauschen. Ich möchte mich ausdrücklich den Ausführungen der Frau Kollegin Sommer anschließen, die alle eingeladen hat, den Naturpark Kellerwald mal zu besuchen. Es lohnt sich, gerade auch in der Sommerzeit. Insofern herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Arnold. Für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat sich Frau Feldmayer gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, in den Nationalpark Kellerwald mal zu fahren, den Sommer über. Ich war erst kürzlich da gewesen, und ich glaube, wenn man da die gute Luft und die Natur genossen hat, dann kann man auch so mancher Debatte hier etwas entspannter entgegentreten. Ich glaube, das wird uns demnächst auch allen gut tun. Worum geht es bei dem Gesetz? Im Prinzip geht es um die Änderungen in den Zuständigkeiten Nationalpark Kellerwald und der Abteilung der Naturschutzdatenhaltung der FENA. Es wurde ja schon ausführlich erläutert. Diese Umorganisation begründet sich darin, dass nicht mehr nur forstliche Aspekte, sondern auch Aspekte des Natur- und Artenschutzes, aber auch der Umweltbildung ganz wichtig geworden sind beim Nationalpark Kellerwald-Edersee. Das steht mehr und mehr im Vordergrund. Und von daher erfüllen wir oder erfüllt die Landesregierung das, was schon länger gefordert wird,
von der IUCN, das ist die Weltnaturschutzorganisation, aber auch von Umweltverbänden und auch vom Rechnungshof, nämlich dass das Nationalparkamt in Richtung Weiterentwicklung Naturschutz sich entwickelt und mehr Eigenständigkeit erlangt. Von daher unterstützen wir natürlich selbstverständlich auch diesen Gesetzentwurf. Anfänglich war es sicherlich notwendig gewesen, weil das Nationalparkamt ja ein Teilbetrieb von Hessen-Forst ist und aus diesem entstanden ist, dass es direkt bei Hessen-Forst angegliedert war. Das war nur konsequent gewesen. Aber jetzt gibt es eben eine Weiterentwicklung. Und von daher ist es richtig, dass dieser Gesetzentwurf das jetzt aufgreift. Jetzt noch einmal kurz zu unserem Änderungsantrag. Der ist ja auch schon einmal angesprochen worden. Ich sage es einmal ganz einfach. Wir haben versucht, möglichst pragmatisch und schnell eine Forderung aufzugreifen, nämlich dass der Naturpark Reinhardswald jetzt auch ausgewiesen werden kann. Vor diesem Hintergrund kann man unseren Änderungsantrag sehen. Ich denke, mal, im weiteren Verfahren wird dann auch die nötige Transparenz hergestellt, sodass sich alle, die möchten, daran beteiligen können. Von daher finde ich, tragen wir dem Rechnung, was schon lange gefordert wird aus der Region, nämlich dass der Reinhardswald Naturpark werden kann. Wir haben das jetzt so gemacht, dass dies erfolgen kann. Außerdem schaffen wir mit diesem Änderungsantrag, wenn er denn beschlossen wird, dass jetzt auch der Meißner Kaufunger Wald, der Naturpark dort die entsprechende Arrondierung, sag mal jetzt so, hinkriegt, wie sie eigentlich vor dem Gesetz oder formal so erfolgen müsste. Also auch da schaffen wir eine Möglichkeit, diese Arrondierung jetzt noch einmal im Nachhinein so zu machen, wie es erforderlich ist. Von daher hoffe ich auf die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, die auch diese Projekte gefordert haben, und auch auf die Unterstützung der anderen Fraktionen hier. Vielen Dank. Danke, Frau Feldmeier. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! So eine Einbringung eines Gesetzes durch die Landesregierung ist ja doch immer wieder durchaus erhellend. Einige meiner Hauptkritikpunkte oder was ich schon sehr skeptisch gesehen habe, hat die Frau Staatsministerin schon angesprochen. Aber zunächst einmal vorweggeschickt: Hessen-Forst hat ja eine bewegte Geschichte. Und ich muss sagen, wenn ich das auch nicht von Anfang an mitbekommen habe, war es aber seinerzeit ja schon so, dass das Projekt Hessen-Forst nicht unumstritten war. Hessen-Forst als Landesbetrieb auch viele Jahre lang defizitär war und dass wir jetzt in einem sehr positiven Bereich sind. Das Unternehmen arbeitet wirtschaftlich und à la Bonheur, das ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort vor Ort geschuldet und denen, die Hessen-Forst zu dem gemacht hat, was es heute ist. Meine Damen und Herren, wenn man das dann liest in diesem Gesetzentwurf, hört sich das für mich zumindest ein bisschen an wie die Dauerkritik an dem bisher CDU-geführten Haus. Man wolle die biologische Vielfalt stärken und die Bewahrung der biologischen Vielfalt durch die Maßnahmen stärken. Man will die Umweltbildung stärker in den Fokus rücken, also sprich den Naturschutz stärken. Das hört sich ja dann immer so an, als wenn es da vorher nicht passiert wäre. Ich frage mich doch dann allen Ernstes, was ist denn dann vorher bei Hessen-Forst mit dieser Zusammensetzung da gewesen? Ich glaube, da waren die auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich zumindest kenne einige von den ehrenamtlichen Rangern im Kellerwald, die dort Führungen machen, die eben genau diese Umweltbildung mit Menschen vornehmen, mit Besuchern vornehmen, unentgeltlich als Ehrenamt, und dort jetzt zu sagen, sie hätten nicht eine wirklich tolle Arbeit geleistet, um den Menschen den Naturschutz Fauna, Flora, Habitat nahezubringen, meine Damen und Herren, also da würden wir uns sicherlich an diesen Menschen vergehen. Also, so ganz weiß ich jetzt noch nicht so genau, warum wir diese Abspaltung machen. Einer meiner größten
Befürchtung, das war in der Tat die Naturschutzdaten. Das hätte dazu geführt, Frau Staatsministerin hat ja schon ausgeführt, dass die Daten von den Privatwaldbesitzern bei Hessen Forst verbleiben sollen. Das müssen wir uns im Anhörungsverfahren dann mal genau anschauen. Meine Damen und Herren, aber hätte man einen anderen Weg eingeschlagen und würde das nicht bei Hessen Forst belassen, wäre das mit Sicherheit ein Grund gewesen, viele Privatwaldbesitzer eben ihre Daten bei Hessen Forst abzuziehen. Weil das wäre dem gleichgekommen, dass eine Behörde bis ins letzte Eskefache ins Regal eines Unternehmens hineinschauen kann und dort direkt den Einfluss darauf ausüben kann, was für einen Bestand im Privatwald geführt werden soll und der Naturschutz hier direkt den Einfluss auf die Eigentümer beim Privatwald bekommt. Sie haben ein Stück weit diese Bedenken schon ausgeräumt, das stimmt. Müssen wir sehen, ob das in der Anhörung sich auch bestätigt. Meine Damen und Herren, was ich halt noch nicht sehen kann, das gibt der Gesetzentwurf auch nicht her, wo haben wir denn tatsächlich die Synergien, bzw. wo bringen die Synergien, die Sie angekündigt haben, Kosteneinsparungen? Im Gesetzentwurf steht dazu nichts drin. In dem Vorblatt, wo ja normalerweise die Auswirkungen dargelegt wird, steht ein Nullsummenspiel. Also das müssen Sie dann schon noch einmal darlegen, wo denn die Synergien auch kostenmäßig dann zu heben sind. Das kann ich noch nicht erkennen. Und meine Damen und Herren, manchmal geht es auch um Inhalte. Das kann ja durchaus ein triftiger Grund sein. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Da will ich das gar nicht in Abrede stellen. Man muss dann nur schauen, dass wir in der Vergangenheit, nehmen wir einmal die Verwaltung des Biosphärenreservats in der Rhön, genau einen anderen Weg gegangen sind. Dort war es Sache der Landesverwaltung direkt unterstellt. Dort hat man sich entschieden, vor allen Dingen die CDU war das federführend, die gesagt hat, nein, vor Ort wissen die Leute besser, wie es geht. Wir geben diese Verwaltung an den Landkreis Fulda. Und meine Damen und Herren, wer das Biosphärenreservat kennt, Kollege Arnold lacht schon, weiß, das ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Warum wir jetzt beim Kellerwald genau einen anderen Weg gehen, muss dann bitte schön auch einfach die Anhörung hergeben. Ich will ja durchaus sagen, der Hauptkritikpunkt und das, wo ich die größten Stirnrunzeln habe, diese Kritik haben Sie durchaus abgeräumt. Und dann schauen wir mal, was die Anhörung bringt und ob wir dann tatsächlich dem Gesetz auch zustimmen können. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Wir sind am Ende der ersten Lesung des Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den ULA.